Hallo und herzlich willkommen zu Star Trek Online. Ich bin's wieder, eure Fluffy. Und heute möchte ich mit euch mal die besondere PvE-Mission Ereignisbruch spielen. Das Wars-Festungsschiff ist verwundbar. Schließen Sie sich mit anderen zusammen und heizen Sie ihm ordentlich ein. Genau das werde ich jetzt machen. Ich betrete die Warteliste und das geht eigentlich immer ruppdi-dups und man bekommt eine schöne PvE-Mission, mit der man jede Menge Marken zusammensammeln kann. Und das Schöne ist, man muss darauf noch nicht mal lange warten. Also normalerweise ist das, ich betrete die Warteliste und zupp, öffnet sich schon das Fenster, es geht los. Das ist halt immer der Vorführeffekt, ne? Dann funktioniert das nicht, ne? Das muss dann einfach irgendwie so sein. Ich weiß es auch nicht. Oh Gott, da ist es. ZZ. Ziemlich zügig. Und dann geht's los. Ich stehe hier gerade vor Erde Raumdock. Hier war gerade so ein riesiges Schiff unter mir. Das war schon echt faszinierend. So, was ist jetzt? Geht jetzt los oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Ey, die ganze Zeit? Ich mach das ja jetzt schon seit Tagen, ne? Wirklich seit Tagen mache ich das. Na, wird wohl gleich losgehen. Und auf jeden Fall kann man dann damit hier im Ereignis... Jetzt wollte ich das zeigen und dann geht es. Freunde, es ist ja der Hammer. Hauptsache, es geht jetzt endlich los. Dann zeige ich euch das nachher, wenn wir da durch sind. Mann, Mann, Mann. So, das Wars-Festungsschiff ist ungeschützt. Es ist an der Zeit anzugreifen. Der Plan ist ein Tod durch 1000 Schnitte. Störung der Integrationsfeldes durch die Zerstörung vieler Energieknoten entlang der gesamten Hülle. Wenn das abgeschlossen ist, können wir die Hülle durchbrechen und das Schiff von innen angreifen. Nutzen Sie die Gräben, um schnell um das Wars-Festungsschiff zu fliegen. Zerstören Sie harte Punkte, zerstören Sie die Integrationsfelder. Sehr gut, werden wir machen. Dazu kommen wir später. Jetzt haben wir noch 12 Sekunden Zeit, uns emotional auf diese ganze Sache hier vorzubereiten, auf den Kampf mit den harten Punkten und den Rest des Wars-Festungsschiffes. Am Ende bekommt man, wenn man das erste Mal am Tag gespielt hat, für den Ereignisruf so eine kleine Marke. Habe ich heute schon bekommen, aber zeige ich euch gleich mal. Hier in diese grünen, ja, Rauchschwaden. Was ist das? Warp? Sollte man nicht unbedingt reinfliegen, dann bekommt man nämlich richtig schön Schaden. Muss nicht unbedingt sein. So, das, was ich jetzt hier mache, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ich habe mittlerweile auch erfahren, dass das auf den... man bekommt dafür jetzt nachher keine Sondermarken oder so, wenn man jetzt hier die harten Punkte zerstört. Ziel ist es eigentlich, so schnell wie möglich hier durchzukommen. Also quasi zu dieser Lücke. Das ist eigentlich nur wichtig. Ich finde das halt nur schön. Mir macht das total Spaß, hier die Punkte zu zerstören. Auf dem Weg dahin. Und sobald der Erste jetzt da unten bei der Lücke angekommen ist, kriegen wir auch das Fenster. Hui, hui, hui. Sehr schön, sehr schön. Es macht piu, piu, piu. Das sind Geräusche, die ich gerne höre, muss ich sagen. Ich bin wenigstens diesmal nicht die Letzte. Oh, bei der Lücke sammeln, da kommt es schon. Tut mir leid, dass ich jetzt versehentlich das Fenster geskippt habe. So, jetzt haben wir das hier zerstört und können reinfliegen in das Festungsschiff.
Und da müssen wir als nächstes drei Schiffe retten. In der Technikkammer. Also ich bin hier richtig gerne. Einfach erstmal wegen den Marken bin ich hier sehr gerne. Natürlich nachher wegen dem Ereignisrufbelohnungen. Die kriegt man nach 14 Tagen. Und weil es schnell geht, die Warteliste, man muss nicht lange warten und Rettungsteams aussenden. Dann haben wir das erste Schiff schon mal gerettet. Ich mache mich direkt auf den Weg zum zweiten. Rettungsteams aussenden. Uiuiui, jetzt habe ich hier irgendwie ein kleines. Ginge doch noch ganz gut voran. Jetzt haben wir die schon mal weg. Und da ist der Energiekern. Den müssen wir jetzt als nächstes zerstören. So, gleich verschwindet der da aber. Wir heizen dem jetzt hier nochmal ordentlich ein. Jetzt passe ich natürlich auf, dass ich hier nicht. Das ist das nämlich, was ich meine. Der wird jetzt da gleich verschwinden. Ah, ich fliege mal eben sicherheitshalber hier um das Ding herum. Ich möchte nicht hier gleich zwischen die Plattformen geraten. Dann werde ich nämlich zerquetscht. Das ist dann ja ein ganz tolles. So, jetzt gehen die nämlich wieder zu, die Energie-Relays. Was macht denn der da eigentlich? Das können wir mal gucken. Ah, da ist er jetzt, der Energiekern. Da ist er wieder weg. Jetzt muss ich das mittlere öffnen. Jetzt ist er hier. Jetzt geben wir dem hier nochmal Zunder. Bis der endgültig verschwindet. So, und jetzt ist der Weg frei, den Energiekern der Boss zu zerstören. Ich glaube, der romulanische Freund, der ist schon direkt da. Der gibt da schon Zunder. Das ist echt richtig krass hier. Uiuiuiui. Wir haben es aber jetzt fast. Und wenn das dann fast zur Neige geht, dann bewege ich mich schon immer Richtung Ausgang. Weil jetzt haben wir nämlich ein Zeitlimit nach der Zerstörung des Energiekerns, wo wir hier aus dem Schiff fliehen müssen. So, beginnt jetzt. Genauso wie wir reingekommen sind, so fliehen wir auch wieder hinaus. Von den Explosionen darf man sich nicht stören lassen, aber ich erschrecke mich trotzdem. Ah! Vor allen Dingen,
Normalerweise fliege ich das ohne Kopfhörer, weil ich mich doch immer. Ich bin echt schreckhaft, ne? Und. Ah! Obwohl ich weiß, dass die Explosionen kommen. Holla die Waldfee. Haben wir es doch erfolgreich hinter uns gebracht? Jetzt warten wir auf die anderen. Normalerweise ist das genug Zeit, die wir da haben. Also ich bin auch schon mal versehentlich irgendwo in der Wand stecken geblieben. Und hab's trotzdem rechtzeitig raus geschafft. So. Da ist der vierte. Eins, zwei, drei, vier. Wo bleibt der fünfte? Waren das jetzt alle fünf? Eins, zwei, drei, vier. Aha. Ne, haben doch alle geschafft. Gute Arbeit, Admiral. Dank ihrer Anstrengungen wurden die Voss geschwächt. Sehr schön. Bedanke ich mich dafür. So, und jetzt dürfen wir uns hier was aussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal Lucari-Marken. Bedanke mich dafür. Und wie man sieht, das sind 139 Marken, die man dafür bekommt. Das finde ich schon mal echt eine richtig krasse Nummer. So, jetzt wollte ich euch ja noch zeigen, ich habe jetzt vorhin zwar schon im Ereignisruf meine Marke hier gespendet. Die bekommt man dann, wenn man die das erste Mal am Tag abgeschlossen hat, bekommt man die. Und dann, wenn man 14 Stück davon besammelt hat, dann bekommt man 50.000 Dilithium-Erz, 500 Marken. Ich glaube, sind das 500 Flottenmarken. Und dann noch eine Markenauswahlspaket und eine Universal-Voss-Phase-Konsole. Finde ich mal echt richtig eine coole Sache. Und das macht unwahrscheinlich Spaß, hier diese Mission zu spielen. Also mir macht es richtig viel Spaß. Muss ich wirklich sagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch einen schönen Tag. Lebt lang und in Frieden und sammelt ein paar Marken ein. Bis bald, eure Fluffy. Tschüss.